Shalom, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem Video. Und nach langer Zeit mache ich ein Video, aber ich werde mich nicht mehr mit politischen Themen befassen oder ganz wenig, sage ich mal. Ich habe lange musste ich lernen. Ich unterstütze sozusagen meine Eltern und werde auch zu einer Sache vielleicht für alle Rentner interessant demnächst was sagen. Werde euch auch einige Kanzleien empfehlen, wenn gerade man als Rentner diese Probleme hat. Das Thema ist Steuererklärung. Aber generell muss ich sagen, ich habe mich lange nicht gemeldet, weil ich überlegen musste, was mir wichtig ist. Und momentan bin ich sozusagen dabei, was aufzubauen. Und ich lerne sehr viel Jura, eigne mir sehr viel ein und werde demnächst auf eine Webseite alles mein Wissen, was ich gelernt habe, halt zur Verfügung stellen. Das SGB, was ich mal gemacht habe, werde ich weitermachen. Aber jetzt kommt ihr zu dem, wie was ich schon immer machen wollte. Und ich bin dazu lange nicht gekommen. Und der Rebel hat mir damals gesagt, ich kann es immer sehr gut erklären. Und ja, wie heißt es so schön? Jude sein ist in jedem Ort, nicht nur in der Synagoge oder in Israel oder Jerusalem, pipapo. Von daher werde ich euch immer wieder mal, einmal in der Woche versuche ich das am Schabbat. Ich feiere Schabbat ein bisschen anders. Ich war schon immer ein bisschen anders nach meiner Nahtoderfahrung. Ich feiere Schabbat entweder am Freitag, Samstag oder am Samstag auf Sonntag. Ja, weil Freitag ist immer so ein Tag, da, wo man eigentlich Schabbat feiern sollte. Bei den Orthodoxen zumindest. Aber ich sage mir, nee, ich bin der Reformer, den ich nach einem Tag oder beliebigen Tag suche ich mir da aus. Wobei wirklich, ich fange ja vom Freitag bis Sonntag sogar. Also mehr als 2 Tage Blasphemie! Aber so ist es. Lange Rede, kurz Sinn. Heute gehen wir um die Techelim, und Psalmen. Warum werde ich so verschieden lesen, nicht Moschel lesen, weil Moschel langweilig geworden ist. Jeder kennt die Geschichte. Wer es nicht kennt, soll in die Synagoge gehen. Mir ist das zum Hals raus, deswegen gehe ich nicht mehr in die Synagoge, weil für mich war das einfach immer das Gleiche. Ne? Klar, es gibt schon einen Grund, warum die das so machen, ne? Die Leute, die Rabbiner, warum. Aber ich sag mir, das. Ich sage euch irgendwann mal, wenn ihr genug Videos geschaut habt, wir werden mehrere Folgen haben und vielleicht im 10. Video, und wenn ihr meinen Kanal fleißig empfehlt und weiterempfehlt, ich habe keine Katzen und so wie die anderen YouTuber, die luschen, wie Ketzer der Neuzeit und so weiter. Ich mache das einfach frei aus mit One-Shot. Ne? Werde ich euch irgendwann sagen, warum das so ist. Ja. Warum man in Synagogen, in den meisten Synagogen, nur die 5 Bücher Moses lebt. Aber jetzt kommen wir zu was sehr schön, das ist die Techelim, die lese ich zum Beispiel hier auf time.de, weil die Übersetzung vom Rabbiner Dr. Simon Bernfeld ist einfach hammergeil. Und Herr Bernfeld hat einfach schon ziemlich eine gute Übersetzung gemacht. Es gibt natürlich noch bessere, aber die sind sehr, sehr teuer, muss man sagen. Und da gibt es einen Rabbiner, den ich demnächst euch empfehlen werde, der ist auch so teuer ist. Wirklich teuer. Und das ist nur zum Studienzweck, wenn ihr die Tanach und die Psalmen studieren wollt. Aber ich durch meine Super Edition Verbindung zu Hashem werde ich euch, ich weiß nicht, ich muss immer übertreiben ein bisschen, ne? Das ist meine Art, aber das macht es ja auch anders, ne? Die Videos wie von allen anderen Gelehrten. Wir gehen jetzt auf Techelim Psalm. Und die Psalmen, ihr könnt ihr zum Beispiel für den Schabbat nehmen. Da gibt es richtig tolle Psalmen. Es gibt davon fünf erstes Buch, zweites Buch. Wie oben schon sehr, sehr schön zusammengefasst ist, dass die Psalmen jeden Juden begleiten, jede Judin sozusagen, um den ganzen Tag oder die Woche oder das Jahr, wie man das möchte, also das kann man selbst entscheiden. Und natürlich sind das Teile der täglichen Gebete, Zitate, ein Tischgebet.
Und natürlich gibt es, wie es hier drin steht, einige Strömungen des Jugendums, die dazu, die Techilim im Verlauf einer Woche schlecht zu lesen oder zu sprechen. Müsst ihr nicht machen? Ja, ich mag es nicht, weil das ist ja, das ist heutzutage hast du keine Zeit, das zu machen. Das kann man sich aufteilen, weil das bringt nichts. Das ist diese Heuchelei, was ich von Hashem erfahren habe, als ich tot war. Und dann als Kind zurückkam, weil ich hatte noch Vision, bis heute habe ich Vision, bin in Verbindung mit Hashem. Und Yahweh ist nicht so, wie die Menschen so Hitler-mäßig denken, Lucifer-mäßig, das ist Lucifer im Endeffekt auch, dass man so pocht und hier reinbohrt in die Wunde, ist alles Blödsinn. Ein gläubiger Jude oder ein gläubiger Mensch, aber vor allem Juden, die Erstgeborenen, ne? Die Super Edition, wir Super Edition Rasse. Erschaffen eine super, besser so mächtig, dass man es nicht aussprechen kann. Wir sollten da ein bisschen in die Moderne gehen. So. Also, erstes Buch, was haben wir denn da? Wir haben Lobgesänge, wir haben bis Buch 5, wir haben aber hier eine besondere Art von Bernfeld aufgelistet, und zwar auf Reisen, Dank, war sowas, Psalm, was man lesen kann, wenn man sagt, man möchte sich bedanken bei Hashem. Oder wenn man krank ist in Zeiten der Not, für jemanden, der krank ist, dann hat man einen Psalm 23. Buße, wenn ihr Mist gebaut habt, könnt ihr Buße. Und wir haben heute jetzt den 5.8. Okay. Das heißt, wir haben Montag. Da könnten wir jetzt vom Psalm 30 bis 50 lesen. Und das machen wir doch einfach mal. Ne, normalerweise mache ich das jetzt nicht. So, wie so drin steht, ich mache es mal verschieden, aber heute machen wir mal das einfach, um leichter dann in das Gespräch zu kommen. Also leichter das zu verstehen. Ne? Ich werde erstmal so machen, wie es ne? sein sollte, und dann mal auf eigenen, dann halt euch Psalmen empfehlen, die ihr euch geben könnt, die euch helfen und so weiter. Ne? Manche Psalmen sind halt veraltet, weil es manche Sachen nicht mehr gibt. Ne? Psalm 30 zum Beispiel, Davids bei der Tempelweihe. Ne? Also es ist eigentlich ein Lied, ich kann aber nicht singen. Ne? Ihr könnt ja dazu was rappen oder singen, aber früher hat fast jeder von uns Juden singen gekonnt. Angeblich 99,99%. Keine Ahnung, wie wir es gemacht haben, aber irgendwie sollte es so gewesen sein. So, ich erhebe dich, Herr, und ihr müsst nicht auch zu Augen zumachen, ihr könnt einfach locker beten oder Flocker vom Flocker oder Klocker Mocker, ihr könnt einen Kaffee trinken, whatever, die sind nur für euch, letztendlich Gebete sind ja für euch. Ja? Also ich erhebe dich, Herr, weil du mich heraufgezogen hast und meine Feinde über mich nicht triumphieren ließest. Ich erkläre da immer gleich jeden Absatz, so, damit da nicht Missverständnisse sind, weil früher hat man ein bisschen anders gedacht. Also, ich erhebe dich, Herr, heißt ganz klar, Hashem wird immer als Höchster erhoben. Dann Feinde über mich nicht triumphieren lässt, ist ganz klar, dass wir niemals uns von unseren Feinden, was ist ein Feind, das Wort wird heutzutage zu negativ bewertet, aber Feinde sind damals und auch heute Menschen gewesen, die einen einfach so hassen, ne, so richtig abgrundtief hassen, einen killen wollen, weil man ein Judenschweinchen dick ist, KZ-Kind, Judenarsch und sonstiges, ne, was ich da alles mir anhören musste. Und das sind dann die Feinde oder jemand, der dich zusammenschlägt oder jemand, der dich töten will. Oder es gibt auch Gegner natürlich, aber nicht man triumphiert, indem man an Gott, also an Hashem glaubt. Und ihr könnt die Arme auch benutzen, wie ihr wollt. Und nicht Dunkelheit in sein Herz lässt. Ne? Das wird damit im Endeffekt gemeint. Der Feind ist also der Widersacher, dass die Dunkelheit, ne? Da gibt es mehrere Bedeutungen. Ne? Vielleicht für den einen oder anderen, dem das hilft. Herr, mein Gott, zu dir schrie ich und du haltest mich. Das heißt, wenn man betet und man ist in einer Zwickmühle, Lehrer wollen einem nicht helfen, in der Schule zum Beispiel, oder Berufsschule läuft nicht so gut, oder man hat irgendwo Probleme mit Partner, Freundin, what auch ever, Probleme im Leben, dann betet man manchmal für sich selbst natürlich, muss nicht in der Synagoge sein, muss auch nicht beim Rebbe unbedingt sein, und
In Herzen heißt es, schreibt man, ne? In Gedanken, weil Hashem kann Gedanken lesen, von daher macht es keinen Sinn, laut zu schreien. Ne? Der hört euch so oder so. Ne? Aber ihr könnt, wenn euch das hilft, auch laut, das müsst ihr entscheiden, beten, also, oder halt die Psalmen lesen. Ne? Herr, du hast meine Seele heraufgezogen aus der Unterwelt, du hast mich leben lassen, dass ich nicht in die Grube sank. Ganz klar, wieder auch hier, ne? Unterwelt. Unterwelt ist auch, auch wenn es die Christen immer sagen, dass die es erfunden haben, wir Juden haben es erfunden, Unterwelt ist auch Hölle damit gemeint. Hölle ist auch aber symbolisch gemeint, dass die Hölle hier auf Erden sozusagen, ob es jetzt in anderen Dimensionen gibt, das ist ein höheres Kapitel, darauf gehen wir auf andere später ein, aber momentan in diesem Video geht es nur um diese Dimension. Erde 0, also hier in dieser Welt, in dieser Erde, was wir leben. Unterwelt, also im Endeffekt ist, du bist down, du bist total Depri, ne, und das ist für dich deine Unterwelt, das ist für dich deine Hülle und du bist raus und du hast gebetet und dann ist ein Zeichen gekommen, irgendjemand kommt auf dich zu, sieht, dass du Hilfe brauchst und zieht dich raus, aber durch das einfach ist nicht immer so, so wie die Leute denken, wie Wissenschaftler sagen, so, ja, das hätte sowieso passiert, sondern das ist, hat was mit Schicksal zu tun, mit Hashem, das ist einfach ein bisschen so eingreift, so minimal, so dass man das nicht merkt, aber es ist er halt. Ne? Genau. Und dass ich nicht in die Grube sank, das heißt, dass man nicht total kaputt geht, depriviert, Burnout und sich dann umbringt im Endeffekt. Also, dass man wieder halt zu sich kommt, zu sich selbst und dementsprechend wieder sein Leben leben kann. Ne? Genau. Lobpreiset den Herrn, ihr seine Form und danket seinem heiligen Andenken. Das glaube ich, muss ich nicht übersetzen, ne? Jedem klar. Denn sein Zorn ist nur für den Augenblick, in seiner Gnade aber Leben. Am Abend kehrt Wein ein, am Morgen Jubel. Ne? Ich glaube, das ergibt auch Sinn, muss ich auch nicht erklären. Manches erkläre ich, manches nicht, weil manches ist richtig super schön deutlich gemacht. Ne? Ich dachte in meinem Glücke, ich werde nimmer wanken. Herr, in deiner Gnade hattest du mich auf meine festen Berge gestellt. Du bargst dein Antlitz, da war ich erschrocken. Zu dir, Herr, rief ich, zu Herrn flehte ich. Welcher Gewinn ist an meinem Blute, wenn ich in die Grube sinke? Wird der Staub dich preisen, wird er deine Treue verkünden. Wird der Staub dich preisen, wird deine Treue verkünden. Höre, Herr, sei mir gnädig, Herr, steh mir bei. Da wandest du meine Klagen in Reigentanz, also das ist ein Tanz, löstest meinen Sack und umgabst mich mit Freude. Also das ist mit dem Sack, das ist eher so, diese Schwere zu verstehen. Ne? Das heißt, so ein schwerer Sack sozusagen, wo man richtig schweren Sack damals geschleppt hatte und richtig schwer. Das ist aber innen verstehen, symbolisch wiederum so ein Wort. Ist auch ein bisschen blöd, manche Wörter müsste man besser umdeuten, aber das werde ich in meiner Tora und in meinem Psalm, das ich derzeit bearbeite, mit einem anderen Verständnis, es kommt alles noch, damit wird das Innere gemeint, die Schwere von einem selbst. Ne? Und natürlich umgab es mich mit Freude, also dass man wieder die Schwere los wird und dass man wieder glücklich ist im Leben und Freude empfinde. Damit dich die Herrlichkeit preise und nicht verstumme, Herr mein Gott, ewig will ich dich preisen. Ganz klar, wir preisen Hashem, wir sind dankbar, dass wir leben dürfen, wenn wir überlebt haben, sind wir dankbar, wenn uns was Gutes zugekommen wird, wenn Streit zwischen Geschwistern sozusagen gelöst wird, indem man doch irgendwo spürt, dass das besser wäre, Frieden zu schließen, indem, was weiß ich, man, das kann auch sein, wenn man einen Computer kauft, sich freut, den Computer gekauft zu haben, also einfache Sachen, das alles gehört dazu, das alles kann man verbinden und viel mehr, oder eine gute Note in der Schule schreibt man, man hat gut gelernt, man hat irgendwie eine Motivation und man hat die Prüfung geschafft und so.
Man hat immer gebetet, dass man das auch schafft, dass der Herr einem hilft, dass er einem, wie bei Statt der Engel, gibt es einen schönen Film, da ist Statt der Engel, so wie ein Engel so flüstert, alles wird gut, streichelt am Kopf, so unsichtbar streicheln, alles wird gut, du Baby, ne, alles wird gut. Und dann ist man glücklich halt. Ja, der Mensch braucht das nun mal. Das ist bewiesen wissenschaftlich, aber also Luciferiano wollen das wiederum immer abstreiten. Ne? Ja, das war's von mir. Abonniert meinen Kanal, liked meine Videos und ja, wir werden uns öfter sehen. Und ja, ich würde oft jetzt zu Talmud, also zu Tanach-Videos machen, zu Psalmen. Aber in Politik, da ist es mir zu blöd. Ne? Mehrere Geschlechter und das Ganze, pff, ich bin zu alt dafür. Ne? Zu alt. Haut euch rein, auf an die Wiki, klärt auf. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Haut euch rein.